Herzlich willkommen zu einem neuen Restaurant-Test-Video. Wir waren essen im Goldenen Hirschen in Bregenz in Österreich und hier seht ihr die Getränke, das Bier, das Mohrenbräu. Das scheint hier sowas wie das Standardbier zu sein, hat hervorragend geschmeckt. Es hat mir so gut geschmeckt, dass ich mir extra noch eine Flasche mit nach Hause genommen habe. Da mache ich dann nochmal ein extra Video dazu oder habe ich schon gemacht. So, besprechen wir mal kurz die Speisekarte hier im Goldenen Hirschen. Da gibt es zunächst eine Empfehlungskarte mit Tagessuppe, Burrata Caprese, Beef Tartar mit Toastbrot als Vor- bzw. Hauptspeise, Strozza Pretti, das sind Nudeln mit frischen Pilzen. Und Kräutersoße, es gibt Roastbeef mit Trüffelmayonnaise und belgischen Pommes, klingt sehr gut, allerdings für 32,50 €, nicht ganz preiswert. Cordon Bleu vom Schwein, gefüllt mit Bergkäse und Schinken. Dann gibt es verschiedene Sonderwahlmöglichkeiten, da kann man auch Salat nehmen statt Pommes oder Kartoffeln. Es gibt Kaiserschmarrn mit Vanillesoße oder Fruchtröster. Es gibt ein paar vegetarische Gerichte, nämlich verschiedene Blattsalate, gemischte Salate, Spinatknödel, Kässpätzle und ähnliches. Dann gibt es Suppenspezialitäten, kalte Speisen, wie zum Beispiel eine steirische Salatkomposition mit Kernöl. Vielleicht kennt ihr das, in der Steiermark heißt das Karrenschmiere, sehr lecker. Wurstsalat vom Schübling, Lumpensalat mit Lutzenreuther Bergkäse, Winzerjause, Käsebrett. Ja, diverse österreichische Spezialitäten. Kalt, dann gibt es die Hirschen Klassiker und dafür haben wir uns entschieden, nämlich für das traditionelle Rindersaftgulasch mit Spätzle. So steht es hier, alternativ kann man auch Semmelknödel bekommen, es gibt Wurstspieße, Sacherwürste. Ich vermute, dass das einfach Wienerle sind, wie wir hier in Deutschland sagen. Was ein bisschen mehr Besprechung benötigt, das ist dieser Part hier, unsere Rindfleischgerichte im Suppentopf. Klingt sehr gut, wir hätten fast was probiert. Ihr seht hier an den Bildern, wie das Ganze funktioniert. Alle Rindfleischsorten werden im Suppentopf mit Markscheibe, Apfelkrenn, Schnittlauchsoße und Petersilkartoffeln serviert. Das Krenn dürfte Rotkraut sein. Für die Suppe zur Vorspeise gibt es als Einlage Frittaten. Als Beilage können Sie Cremespinat zusätzlich oder anstatt der Petersilien oder wie der Österreicher sagt, der Petersilkartoffeln bestellen. Also es gibt den Tafelspitz. Ihr seht hier auch schön, welches Stück vom Tier das ist. Eine Wiener Legende. Mageres Meißel, ein wahrer Geheimtipp. Das ist hier vorne. Oder Hüferschwanzerl, zart und fein. Dann gibt es eben noch die Portion Cremespinat für 7,20 €. Das ist auch saftig. Für alle, die sich ein Töpferl teilen wollen, das Gedeck für die zweite Suppe, 7,10 €. Außerdem gibt es gekochtes Tellerfleisch, ofenfrische XL-Schweinshaxe, Soße zur Haxe, zweiter Teller zum Teilen der Haxe für 1,80 €. Interessant, wir haben uns einen gemischten Salat dazu bestellt und durften den von einem Teller essen. Das ist sehr gnädig. Gebackene Klassiker der österreichischen Küche. Wiener Schnitzel vom Kalb 29 €. Wiener Schnitzel vom Schwein 17,20 €. Mini-Wiener Schnitzel vom Schwein 15,50 €. Gemischter oder grüner Salat als einzige Beilage zum Schnitzel anstelle von Pommes oder Kartoffeln. Wieder gegen aufs. Preis für 3 €. Zweiter Teller zum Teilen der Schnitzelgerichte 1,80 €. Ja, es gibt noch verschiedene Desserts. Kaiserschmarrn, lauwarmer Schokokuchen, Mozartschnitte etc. Lest euch das selber durch, wenn es euch interessiert. Dann gibt es noch eine recht große Getränkekarte. Beim Bier habe ich mich ganz klassisch für das Mohrenbräu vom Fass entschieden für 5 €. Und damit haben wir die Speisekarte besprochen. So, das hier ist also der Rindersaftgulasch. Das war unser Hauptgericht und das bewerte ich jetzt einfach mal frei heraus, wie es mir geschmeckt hat. Wir sehen hier 4 Stück Fleisch. Beide Teller sahen genau gleich aus. Ein bisschen Soße und dann die Spätzle, die vermeintlichen. Das sind keine Spätzle, das sind Knöpfle, zumindest bei uns in Deutschland. Geschmacklich aber mehr oder weniger das Gleiche. Die Knöpfle waren meiner Meinung nach nicht selber gemacht. Das finde ich sehr, sehr schade. Das hat sehr nach Convenience geschmeckt und die sind auch zu gleichmäßig irgendwie. Andererseits muss man aber sagen, das Fleisch ist
fast zerfallen. Genauso möchte man einen Gulasch haben mit einer sehr, sehr feinen, gut abgeschmeckten Soße mit so kleinen Pfefferkörnern drin. Ich glaube, die sieht man hier auch auf dem Knöpfle. Das war sehr speziell, wirklich sehr gute Soße, sehr gutes Fleisch, hat gut geschmeckt. Für 18 Euro finde ich das auch okay, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her und von der Größe der Portion her. So sah der gemischte Salat aus, so Paradieschen drin, frische Kresse, Tomaten, bisschen Kraut, Gurke, Mais, was ich persönlich ziemlich unnötig fand. War okay, ordentlicher Salat. Hier nochmal eine Nahaufnahme vom guten Gulasch. Den guten Gulasch würde ich mit einer 2,4 bewerten aus den genannten Gründen. Der Service war recht ordentlich. Den Service würde ich mit einer 2 bewerten wollen. Und auch der gemischte Salat war völlig in Ordnung, aber es war irgendwie nichts Besonderes. Dem gebe ich eine 3. Er war befriedigend. Kartoffelsalat war nicht so besonders, das Dressing insgesamt hat nicht herausgestochen irgendwie. So landen wir gerundet irgendwie bei einer 2,5 insgesamt. Der Restaurantbesuch im Goldenen Hirschen und meine Bewertung dazu. Wir haben ja Glück gehabt, dass wir den gemischten Salat zu zweit von einem Teller essen durften. Das wollte ich nochmal erwähnen, weil normalerweise muss man ja extra bezahlen für zusätzliches Gedeck. Insgesamt aber doch so, dass ich nochmal hierher kommen würde, falls ich nochmal in der Stadt bin. Da würde ich dann mich an so einen Tafelspitz mal ranwagen wollen oder ähnliches. Ja, und damit sind wir dann durch. Vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir bitte gerne einen konstruktiven Kommentar. Abo oder Like und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Macht's gut und tschüss.